Das ist traurig, gell? Ja, kann man halt in anderen Spielen. Alles neben F. Wenn sie schon den Stamina-Kreis aus Legend of Zelda klauen, dann können Ist sie das halt der auch oder was? das. Hier ist das Original derselbe Kreis. Ich wusste nicht. Stapel ablegen, Shift R. Eins zu eins derselbe Kreis. Dann hätten sie halt auch machen können, dass man an der Wand klettern kann. Taste R. Jetzt habe ich dann Platz und dann kann ich dann jetzt hier farmen. Garn brauche ich immer. Also, Garn ist das, was mir am meisten fehlt. Ich muss diese Scheiße. Achso, und ist es so, wie wir es wollen bei Palworld, wenn du dein Hauptding, dein Basis-Basement, was auch immer das ist, upgradest, verdoppelt sich die Baufläche. Ja. Wieder fehlt ein Buff. 7? Ich finde es halt wild, wenn du das jetzt halt direkt vergleichst. Ne? Logisch, das ist jetzt bei innerhalb von einer Woche rausgekommen. Ne? Ja, Also von der klar. Spielzeit, die man jetzt, die ich jetzt hier habe, da hatte mich Palworld halt schon komplett. Ich weiß, hatte ich auch so normal. Da war ich bei den anderen schon verkauft. Ja, hatte ich auch. Weil mich das so sehr an Ark erinnert hat. Ich hatte keine Assoziation zu Pokémon, aber dieses Ark und das hat Ja, immer genau. was zu tun gehabt und du hast immer irgendwie so richtig. Hat der den Klick gegeben. Der Gleiter ist Gar hier nicht deswegen. so. Ist ja voll doof. Der Gleiter ist ja viel. Der ist hier nur so komisch zum Gleiten, so. Nicht über dir drüber, so wie ein Fallschirm, wie bei anderen. Ach Sondern so. Flughörnchen. Ja. Doch ganz viele Pflanzenfasern, Alter. Das Geile wird aber, das ist halt, wenn du, also ich will so schon noch so Melee und auch Range und, aber mit dem Mage, mit dem Zauberstab ist halt einfach GG. Muss nichts anvisieren, gar nichts, geht automatisch. Was musst du da auf einmal wieder selbst das machen? Wo kann ich sagen, hier du, dir gern mach. Das finde ich nicht schlimm, weil die Tiere machen es eh nicht. Musst du tausendmal zuweisen. Ich mache da viel alleine noch. Das ist doch nicht schlimm. Pflanzenfasern. Mehr, 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 mehr. Wenn ich den Baum abpacke, kriege ich auch Pflanzenfasern oder was? Und der tut beim Hacken wieder mal schneller. Tick, 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 tick. Äste kriege ich da. Yo! Okay. Jetzt ging's aber krass. Ist das hier? Feuerstein. Ich habe so viele verschiedene Sachen jetzt zum Bauen. Du baust erstmal so einen Klumpen aus Stein oder aus Holz und diesen Klumpen tust du dann. Es ist halt wie in echt, dass du halt quasi so Zement anrührst oder so. Und dann tust du das verteilen. Oh, das ist ein halbes Minecraft. Jetzt gehen wir mal in die Höhlen. Suchen wir mal ein bisschen Nether hier. Nee, 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 nee. Was ist das? Suchen die immer das grüne Ding da nicht Nether? Mit was trainen die immer? Charakter. Ja. Nee, Smaragde. Wie nennen sie das hin? Das ist tausendmal für das Wort. Rubine, Dings da. Ach, ich weiß Diamanten. nicht. Ja, Diamanten, Dias. Dias! Ja, aber die sind Immer ja nicht grün, Dias. die sind ja türkis. Ist doch das Gleiche. Ja, nee, grün sind Smaragde. Was ist, wenn ich jetzt hier da. Yo! Komme ich hier überall hoch auch? Neue Karte mal hinzugefügt. Wo bin ich denn jetzt? Egal wo ich hingehe, ich kriege immer irgendwelche Sachen hinzugefügt neu auf der Karte.
Oh, ich bin gerade irgendwo. Okay. Flammenaltar und Basisverbesserung. Neue Quest. Krass, Mann. Wir können so viel machen hier. Boah, ich wäre fast gestorben hier. Und der Grutsch wäre. Ich brauche noch mehr Holz, dann kann ich dir auch die Scheiße bauen. Und wie habe ich denn das hin? Ich bin ja eigentlich gewöhnt, echt wenig zu schlafen, ne? Aber ich muss sagen, so die letzten anderthalb Wochen, ne? Alter Falter. Gibt aber auch komm in meiner nur Welt, Facharzttermine. Sag. Gibt auch nur Facharzttermine irgendwie mitten in der Nacht, ne? Katastrophe, ne? Die gibt's nicht zu menschlichen Uhrzeiten. So wie Zahnarzt, ja, so viel in der Früh. Ich bin Tag da. Ja, hält nichts mehr aus, ey. Die Jugend von heute. Ich bin über 30, gehöre nicht mehr zur Jugend von heute. Immer mal lochen hier. Was atmet denn hier manchmal so komisch? So halber Darth Vader, wenn ich hier bin. Aufpetzen, okay. Kann ich looten, oder was? Jo, jetzt geht's aber los hier. Wow, Gegner. Ja, geht's los. Ich kann aber auch. Level 1, okay. Oh, darf ich halt trotzdem nicht unterschätzen? Ich habe halt keine schon wieder keine Bandagen, Alter, wegen Stofffetzen jetzt. Wo habe ich die denn her sonst? Beschwörungsstab, Bauhammer, Flammenaltar, Garn. Stofffetzen habe ich keine. Ich kann mich halt null heilen wieder. Bescheuert. Krieg ich da hoch damit? Ja. Ich habe dieses eine Wasser. Wie habe ich dieses Wasser am Anfang gehabt, dass ich dann so viel Ausdauer der Generation und Magieschaden gehabt habe? Was habe ich da gehabt? Wo habe ich das her? Wasser oder was? Ich weiß nicht, ich hab dir vorhin auch so einen Buff gegeben, war so eine Art Wasserbeutel. Ich weiß nicht, wo ich das her habe. Hab ich es gebaut? Komischen, niedrigen, niedergebrannten Stadtding hier. In einem Brunnen. Ja, ist da ein Brunnen? Ja, ein Brunnen. Oh, ich muss hier bald raus. Scheiße, gar nicht geschaut. Wie komme ich hier raus? Hier in die Richtung ist nicht mehr. Habe ich live drin auf dem Map? Nee. Das Ding ist jetzt, ich will. Wir brauchen halt viel Pflanzenphase, um Garn herzustellen. Und dann, versuche ich dann uns diese Rüstung dazu machen und dann können wir los. So, irgendwo hin. Zur nächsten Quest. Den Haken brauche ich noch. Ich glaube, der ist nur so zu gebrauchen an festen Orten. Vorhin war so eine Wall da. Da sagt die mir, ja, es geht nur im Haken. Ich habe die einfach kaputt gemacht, die war mit Gewalt. Einfach kaputt geschlagen. Die Barrikade da. Hä? Wie, ich brauche den Haken, um rüberzukommen. Pflanzenfaser? Ja. Lila Bären. Mobil, die jetzt hier ist. Es geht immer nach unten? Vielleicht da nicht irgendwie. Ich kann das Ding halt nicht steuern so richtig, dieses Flugding. Es geht. Strahlung kann nicht ein bisschen mal ziehen. Kommst du in den Greifhaken? Ja, ich weiß schon. Jetzt versuche ich ja Pflanzenfasern.
Ist das alles Pflanzenphase? Nochmal easy zu farmen hier, oder? Wenn man nämlich Pflanzen da werden für Pflanzenfasern, also das ist nur irgendwie Bäume. Ja. Also dieser Ausdauerkreis. Wenn du Wolfsfleisch hast, können wir das grillen gleich. Gibt diesen schönen doppelten Buff. Das Ding ist, ich muss noch mehr husten, noch mehr muten als vorher. Stimmt, aus dem Brunnen habe ich das. Habe ich vorher genervt, ich konnte gar nicht mehr reden. Also, wie geht das denn endlich oder wie? 10, passt ja. Aber heute gibt es eh nur einen Kurzbesuch von mir. Das ist, oh, Gottes Willen. Ich bin schon wieder so im Arsch, ne? Fertig mit der Welt, sagst du? Ich will eigentlich nur in Frieden zocken, ne? Ich hab mir gedacht, Voodoo ist jetzt auch von am Start, oder das hier zelebriert wie Warheim. Nee, also ich hat heute komplett mal mein Weltbild über ihn geändert. Er ist eigentlich der Singleplayer, spielt nichts mit anderen zusammen. Ich dachte, dass er halt, wenn ich ein Spiel irgendwann hab oder so, außer Walheim jetzt, dass er irgendwas mit mir zusammenspielt, aber macht er nicht. Ohne keins. War anscheinend nie geplant. Dann ist es ja nicht schlimm, wenn er sagt, dass jedes Spiel scheiße ist, weil er spielt hier nicht mit, egal ob scheiße oder nicht. So. Ich will doch nur auf diesen Kackberg darauf hüpfen, Mann. Was ist denn jeder Berg hier rutschig, als ob er eingehüllt wurde? Gar kein Fleisch mehr, oder was? Und Fleisch und was alles andere? Pilz. Achso, ich hab das zu Hause gelassen. Ja gut, egal. Passt schon. Pflanzenfasern, jawohl. Ja gut, wenn der Voodoo keine Zeit für uns hat, dann hat der Dave ja Zeit. Der Dave sieht aus wie einer, der hier entschrouded. Ey, der mag ja selbst arbeiten, weißt du? Ja, eben. Also ich dachte, ich habe das so, Dave habe ich No One Survived, dich habe ich halt Paul World. Halt, oder auch jetzt hier, je nachdem. Und Voodoo habe ich halt bei dem da hier, bei dem Enshrouded. Kann jeder mal besuchen. Ja, er lootet ja alles weg. Also bei Dave ist es so, wenn er es nicht zuerst hat, dann gibt's Krieg. Er muss immer zuerst. Ja, und das mit den Eiern von dir war gestern auch frech, Keksi. Wir hatten doch 3 Kisten voller Eier, du hast mir noch 2 übrig gelassen. Was? Also das war halt auch krass. Wir hatten 30 Eier, du hast 25 geöffnet. Hätte doch auch gern ein bisschen was gemacht. Ich habe halt versucht, dir ein Level hinterher zu kommen, Mann. Ja, trotzdem. Hättest du doch eh geschafft, so oder so. Greifhaken. Worauf wartest du nach Stellen Greifhaken? Ja, das versuche ich doch schon, ohne dass du mir es gesagt hast, du komischer Kauz. Ich habe eh gesehen, wir haben uns mit den Eiern vollkommen falsch angegangen, ne? Wieso? Das haben wir falsch gemacht? Hab heute ein bisschen Zeit gehabt, ne? Hab ein bisschen geschmökert. Die haben da einfach einen Raum gebaut, ne? Ja. In diesem Raum, der ist so groß wie unsere Base und sie haben dort nur Brutmaschinen stehen. Ja, weil sie dann so leveln und so die Sachen kriegen. Ja, verstehe ich schon. Es ist alles voll mit diesen verhurten Brutmaschinen. Ja, aber das ist doch ein bisschen krass übertrieben. Es ist wieder das andere Extrem. Dann brauchst du gar nicht mehr rausgehen, oder? Außer zu sammeln und fertig. Vor allem, das ist, ne, ist natürlich Streamer-Mädel, ne? Mit was für einer Settings? Dass sie sofort brüten? Dann brauchst du nicht so viele. Nee, bisschen mehr als wir. Und wir jetzt haben, ja, okay, wir hatten ja unendlich, wir hatten ja 4 Tage. Sag mal, ja. 4 Stunden. Mhm. Ne, hier ist Streamer-Mädel, die spielt da mit ihren Boys auf dem Server. Die Leute landen da, laden die Eier ab und gehen wieder. Ach, die bringen die ihr. Ah, weil voll süß und dankbar und knuffig und oh geil, Tierchen, oh super. Und dann am besten noch die Donation da lassen. Ei, Donation, Sub und Sub-Gifts. Reinschieben. Ja.
Also keine Ahnung, wenn das kein T3-Sub ist, dann würde ich den auch nicht, ne? Verstehe ich. Es ist wichtig, ist richtig und wichtig, sage ich dir. Aber so krass. Die laden da die Eier ab und das war's und gehen wieder. Ah, dann kommt ja hier Destroyer 11 und das ist aber toll, dass du mir dann 15 Eier vorbeigebracht hast. Ah, lieb von dir. Ah, I did that detail. Oh, boah. Ja. Direkt Magengeschwür. Willkommen im Internet, ey. Sind nur neidisch, dass du dich da kriegst, dass du. Ja, du kannst, hast ja meine 100 genommen. Bitch. Ja, richtig so. Du brauchst ja gar keine andere, nimmst ja meine. Dave, warte, was? Quest abgeschlossen, du auch? Keine Ahnung, ich stehe hier so rum. Mein Kreis war okay, traurig, also musste ich warten, bis er mich wieder grün angrünst. Okay, so hab ich das gar nicht gesehen, dass so die Aufmerksamkeit auch quasi erkauft wird oder so durch die Items. Ja, ist ja bei WoW und Mount Schengen auch so krass, weiß ich ja. Ich wollte gerade sagen, das ist ja schon, es war ja schon immer dasselbe. Ich habe versucht, sowas komplett zu ignorieren, aber es ist halt anderes Level jetzt noch, oder? Mit den Tieren, die du da. Weil es ja so süß, die Tiere dann so super und ja und. Und ja, vor allem, am liebsten. Die eine hat sich dann halt auch notiert, ne? Von wem sie da welches Ei gekriegt hat und hat dann die Viecher nach denen benannt. Und wenn die es halt ins Main-Team geschafft haben, dann haben die VIP im Chat gekriegt. Ah! Noch ein Magenschwör. Oh mein Gott, da lebe der Poolstream! Da steht sie nur da und. Ach. Ja, keine Ahnung, Mann. Im nächsten Leben bitte einfach als Frau wiedergeboren werden. Kannst mir doch nicht sowas erzählen. Ich versuche sowas komplett zu ignorieren. Ich werde wahnsinnig. Mann, mein Weltbild, weiß ich ja. Ich habe schon so oft gesagt, ich möchte in dieser Welt, wie so ist, nicht leben mehr. Das ist falsch. Ich bin im falschen Universum. Falsche Timeline. Falsches Multiverse. Irgendwas ist passiert. Von heute auf morgen ist auf einmal sowas passiert. Und jedes ist, dass alle so bevorzugt werden wegen irgendwelchen sexistischen Scheiße. Und dass jeder Mann, jeder Frau an die Zitzen will. Jeder, das als eine Frau in den Mittelpunkt steht und 1000 Männer wollen auf sie drauf. Also das sowieso, aber auch noch durch. Schlimmer finde ich, dass dann Gleichberechtigung gepredigt wird, aber halt nur mit, ich möchte meine Benefits behalten, aber möchte dazu noch mehr Benefits kriegen. Ja, wo sind denn meine Berechtigungen im Internet? Dass ich alles kriege umsonst. Also ich will halt auch einfach Titten in der Cam halten und gut ist, Mann. Ja, ab heute ist ja alles besser. Das ist die Auszahlung. Also der Prime-Sub ist nicht mehr 1,70 wert, sondern 1,55. 1,50 jetzt für uns. Jedem Land ist der Prime-Sub anders berechnet. Und wenn du, egal ob Affiliate oder Partner, wenn du 100 Subs, also 100 Sub-Punkte hast, das da zählt natürlich ein Sub als ein Punkt. Tier 1, Tier 2 ist 2 Punkte und Tier 3 ist 6 Punkte. 100 Punkte hast bei Subs, also Non-Gifted und Non-Prime, 60-40 Share. Wenn du das Ganze auf 300 schaffst, 70-30 Share. Egal ob Partner oder Affiliate. Das wird für die letzten 3 Monate gerechnet, also 3 Monate musst du es halt schaffen. Und dann hast du es für ein Jahr. Auch wenn du in diesem Jahr drunter fällst, hast du dann dieses 60-40 oder 70-30. Wenn du 60-40 hast, kannst du natürlich auf 70-30 upgraden. Da fällt es aber dann nicht tiefer. Ein Jahr. Dafür, dass ich damit nichts zu tun habe, kenne ich mich gut aus, weil ich mir den, weil ich gesehen habe, oh, das ist Twitch online. Twitch switcht. Twitch TV / Twitch. Hä? Was? Da ist der Dan. Hi. Habe ich mal geguckt. Und dann ist das da alles erzählt worden und ich dachte mir, klingt doch nice. Hast du Fleisch vom Wolf? Ich habe gar kein Fleisch mehr, ey. Ich grill gerade Pilze. Pilze ist. Ja, stimmt, fehlen mir auch. Ich kann dir danach sagen, was ich da für Fleisch habe. Ich brauche überhaupt ein Fleisch, ich habe gar keins mehr. Ich habe einfach alles abgelegt. Aber ich kill mal hier ein paar. Ich
Ich weiß noch nicht, ob ich das mit der, mit dem hier halten am Feuer mit der Maustaste lustig finde oder nicht. Es geht halt schnell mit dem Grill. Du machst da kurz und dann ist wieder weg. Ja, yeah, deswegen, ich bin gerade noch unentschlossen. Einerseits finde ich es ganz lustige Idee, andererseits. Hast du gesehen, auf der Page ist das Kofi neu? Ja. Habe ich heute hinzugefügt. War ganz einfach, voll geil. Und funktioniert sogar, wurde das vorher getestet mit Zweier. Ja? Zum Vorlesen im Stream ist das. Von wem? Die Höhe, alles, voll cool. Das ist so nice. Ich meine, hat noch nie jemand gemacht. Über 250.000 Views auf YouTube, kein einziger hat einen Cent da gelassen. Aber passt. Darauf sollten. Wie ist denn nicht bei der schnellen Bewegung die Qualität im Stream, Dave? Also, sehr, sehr verpixelt. Dieser komische Dax-TV ist zu weit weg, Mann. Na, leg's in die Kiste, ich kann noch ein bisschen farmen hier. Oh, hier ist absolute Finsternis, ich will die Kiste. Ach, da. Kann ich hier so eine, hab ich so eine automatische Ablegetaste? Hier so ein R drücken? Ja, Shift linke Maustaste. Shift linke Maustaste 1. Das, was du anvisierst halt. Gut zu weit, finde ich auch. Das ist, Das Game Dave ist doch locker dabei bei deinem PC-Budget. Das gehört dazu als Investition für PC. Oder nicht? Kannst du nicht dieses Budget für PC haben und beim Spiel nicht sofort zugreifen? Das geht doch nicht. So. Da ist ein Wolf, irgendwas anderes und 8 Pilze. Ja, geil, warte, ich mir das da rein. Zack. Zack, perfekt. Dann wechsle ich da durch. Das Budget muss ich erst noch frei machen. Ja, lässt sich halt, ich weiß, mit Gehalt und Firma auszahlen lassen und so. Tust halt mal von 100.000 auf 200.000 sich auszahlen lassen im Monat. So wie bei diesen Day Before haben sie auch so gemacht. 100.000 Gehalt. Ist ja okay, ich verstehe solche Probleme. Ich hab sie leider nicht, aber ich verstehe sie. Ja. Yeah. Was mache ich mit so viel Geld? Dave, in einer ruhigen Minute gebe ich dir meine Kontonummer. Ja. Alles Geld, was du zu viel hast, kommt da einfach hin, ja? Ich gebe dir meine 4 Kreditkarten, die auf Max-Limit sind. Ne? Und dann ist das Geld schnell weg. Oder das, was Kekse sagt. Am Geld ausgeben soll es nicht scheitern. Das kriegen wir für ihn gut hin. Ja, easy. Easy. Mein einer Monitor fängt an zu sterben. Mein Hochkant. Aber ich muss sagen, ich glaube, der hat sein Geld verdient. Bist du eh morgen unterwegs, kannst du gleich Neues holen. Ja. Der ist jetzt 15 Jahre alt. Nicht halbnackt, fast ganz nackt. 80% nackt, bitte. Halbnackt ist lame, der nichts verdient. Wenn du Titten sehen willst, sag doch einmal Bescheid. Auch da können wir drüber reden. Für die richtige Summe, ne? Also. Jetzt muss ich mir Garn machen. Wie lange bleibst du noch ungefähr? Nicht. 10 Minuten, halbe Stunde, Stunde? Ist halb 4 schon. Hast du gerade gesagt, es ist schon halb 4? Ja. Alter, es ist also schon 16.30 Uhr, Halleluja. Ja, 16.30 Uhr am Nachmittag. Du musst halt dann bald zum Termin. Weil wir immer wie normale Menschen am Nachmittag aufnehmen. Ja. Weißt ich bin ja eigentlich gar nicht mehr da, Mann. Okay, dann muss ich nicht extra noch farmen, um dir Sachen zu machen. Jetzt mach ich das nächste Mal, oder? Nee, brauchst nicht. Ja, nächstes Mal dann. Dann mache ich mir nur Bandage und leg los hier. Pflanzenfaser.
Habe ich hier noch welche drin? Gex hat leider erst ab 18 Uhr geöffnet. Das ist doch gut. Haben wir halt vor 18 Uhr Ruhe vor den Ärschen hier. Das ist doch richtig. Apropos Arsch, okay. Ha. Wie viele Punkte habe ich denn? Null? Ich bin jetzt hier auf Überlebender gegangen. Ach du Scheiße hier. Wenn du mit deiner Nahkampfwaffe ausgerüstet bist, verursachst du Angriff aus dem Doppelsprung zusätzlich 20% mehr Schaden. Einfach draufspringen, auf die Fresse schlagen. Fühle ich. Kostet Ausdauer entsprechend dem Gewicht der Waffe. Okay. Eine Parade fügt dem Gegner 20 Wuchtschaden zu. Ich will aber mehr auf Mage gehen oder so. Wo ist ein Mage? Unten. Heiler geht auch? Kampfmagier. Tank. Baba. Was ist hier alles? Bildschirm bräuchte ich ja auch noch. 2K dann. Ja, ich könnte dir ein super... Brauchst du doch gar nicht. Du hast doch. Deiner ist doch besser. Der ist doch breit. Der 2K ist nicht breit. Du siehst doch beim Autofahren nichts mehr. Also du hast doch jetzt 21:9 oder so, ne? Du siehst ja da nichts mehr. Wenn du normal 1440p holst, einen 2K, dann siehst du nichts mehr. Ach so. Ja, kann ich dir einen guten empfehlen für nicht so teuer. Kein Problem, weiß ich. Da brauchst du nicht viel Budget. Easy. Und schon spart er es mir, was er uns aufs Konto schieben kann. Ja, ich habe mir ja ganze Wunschliste zusammengestellt und PC mit auch Alternativen und so und Monitor. Zack, ein Klick dazu, fertig. 1440p willst du mit, keine Ahnung, 165 oder so Hertz. 144, 165, mal schauen, was die jetzt gerade da haben. Ja, ich meine, ich nehme auch so eine Wunschliste, ne? Aber ich nehme halt auch noch wen, der mir das bezahlt. Ja, ich meine, ja, ich mache halt eigentlich gefühlt neben dem Ding auch fast nur sowas, so Hardware-Sachen. Ich tue auch manchmal Hardware ordern, nicht bezahlen, zurückschicken, testen und wieder so weiter. Weil auf Rechnung und so. Oder 30 Tage und so eine Scheiße. Nee. Hab auch schon Rechner für Leute zusammengebaut hier und so. Das Ding, was ich dir da konfiguriert habe, habe ich schon fast zu 90% so schon zusammengebaut. Das hat funktioniert. Deswegen kann ich das ja so einfach sagen. Würde dir nichts empfehlen, was ich halt nicht probiert habe oder halt, was ich nicht genug Tests gesehen habe. Full random irgendwas würde ich halt nicht, außer der RAM. Ob der, wie krass der ist, kann ich dir nicht sagen, aber ist halt egal wie ist. Auch wenn du nicht 7000 läufst, dann läufst du halt auf 6,4 oder 6. Also sollte eigentlich nicht sein, aber... Du hast halt immer Puffer nach oben, nach unten. Die Regeneration durch Heizung wird 20% erhöht. Ich weiß. Dann noch die Unterschiede zwischen DDR 4 und 5, aber dann schau dir ein anderes Video an und dann hast du andere Erkenntnisse. Du musst halt dann wissen, wie genau das ist. Wenn du beim Gleiten die Sprungtaste drückst, bekommst du einen kleinen Höhenschub. Diese Fähigkeit kann einmal pro Flug... Okay, das ist auch geil. Aber verbraucht dann Mana. Scheiße, Mann. Ja, also das passt schon. Wir stellen das schon zusammen, dass du halt auch keinen so einen richtigen Bottleneck hast. Außer wenn du auf 4K spielen würdest, dann wäre das... was anderes. Ab 1440p oder 4K ist immer die Grafikkarte das Limit. Der Prozessor ist da allzu wild. Der guckt dann immer. Einfach 1080p und rudern lassen, Mann. Ach, keine Ahnung, Mann. Stofffetzen? Woher kriegen wir denn Stofffetzen? Ich hab, glaube ich, noch Stoff in irgendeine Kiste geschmissen. Aber woher kriegen wir die denn? Ich habe Stoff von so ein Wollbottichen. Wollgewolzen. Ich habe 46. Weiß aber nicht, von wo. Okay, vier Bandagen. Passt. Geil. Dann hier das... Doppeltes Ding habe ich ja noch. Passt. Dann hier die... Das Brunnendings, schnelle Ausdauer, glaube ich, oder? Was war das nochmal? Plus 1 Kondition, schnelle Ausdauer, Regeneration. Das ist Gesundheit, Wiederherstellung, gibt aber auch einen Buff. Aber ich möchte dann, das Fleisch ist noch... Das Fleisch möchte ich... Das ist hier. Ach so, deswegen 1 und 2 Konstitution. Okay, das war nochmal 2 Int, weil ich mit Zauberstab schieße. Ist dann die 4. Dann nehme ich erstmal das kleine Fleisch. Vorhin so viele Wölfe und ein bisschen Ausdauer. Okay, nicht doppelt. Dass du in den 80 Minuten nicht eingeloggt war. Okay, wild. Wo hast du nicht eingeloggt? Na, 80 Minuten, die ich jetzt entschuldigt laufen hatte. Achso, du bist schon raus, was ich auch gar nicht geschaut. Okay. Hör auf rumzutrödeln, klettere diese Warte, um wichtige Punkte in Landschaft sehen zu können. Deine Mutter. Also.
Ja, okay. Mach ich. Gott, ich habe jetzt. Müsste mir nur Rüstung vielleicht herstellen. Aber es geht. Ich habe Schild. Ich habe Zauberstab. Oh, und ich wollte das hier verbessern. Ich habe es vergessen. Warte. Was braucht ihr das nochmal hier? 5 Harz, 5 roter Pilz, 5 Knochen, Meersmannflüssigkeit, Funken, Tierfell. Aber ich habe den Funken noch nicht. Oder habe ich ihn doch? 10 Runen zurücksetzen. Ach, deswegen sind die Skills rücksetzen. Okay. Altar aufwerten, Miasma-Seele. Egal, ich gehe jetzt mal an. 500 Meter schickt er mich weg. Aber viele Quests hier. Okay, dann gehen wir mal los. Du gehst mal los und ich verfolge die Abenteuer immer auf anderen Quellen. Das ist eine gute Idee. Machen Sie es so, dann. Dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Mitspielen. War ja wild. Du hast wirklich gut Progress gemacht. Ja, ich meine, ich bin in 80 Minuten bin ich so weit wie du in 5 Stunden, ne? Ja, easy. Also, bist du ein Pro-Gamer? Also, keine Ahnung, du trödelst da halt rum und ich mache halt, ne, also Action und Action auf Action auf Action, ne? Wild, wild, sag ich dir. Auf jeden Fall wild. Ich meine, das Flughörnchen-Outfit sieht auch wild aus, ne? Scheiße, Mann. Fallschaden halt bekommen. Also, das mit dem Flughörnchen und der Stamina-Bar, ich schick dir danach immer einen Clip, ne? Aus Zelda. Okay. 1 zu 1. Ja, aber ich will. 1 zu 1. Ich will zwar das Gleiter haben. So viel schöner zu kontrollieren, oder nicht? In Zelda hast du einen Gleiter. Aber auch mit mehreren Stamina-Bars. Es ist wirklich original. Also, da könnte Nintendo eher klagen als bei Power World. Ja, echt? So schlimm? Schlimmer. Da müssten jetzt viele klagen. Da kommen bestimmt viele Klagen am Laufen, aber noch mehr als. Aber mit dem Festhalten, hey. Sie hält sich, du kannst keine Wand irgendwo, sie hält sich halt null. Vielleicht kannst du das skillen, deswegen, vielleicht weiß ich ja nicht. Aber sie hält sich nirgends fest, sie rollt und stürzt einfach irgendwo überall dagegen und macht nichts dagegen. Also, ne? Hier kann nichts. Ich kann man also wirklich skillen, Scheiß. Ist das noch mehr Asmaholz hier? Also ich finde es schon cool, auch vorhin der Bosskampf und so war wild, ein bisschen rumgeschienen, aber war okay. Also war schon okay. Der Start, hab ich mir gedacht, oh nee, Fehler. Irgendwie. Start verrückt. Muss da irgendwo, schickt der mich in ewige Warte oder was? Ja. Das ist eine Brücke hier. Ich habe nicht mehr so viel Zeit hier. Gegner. Ja, also Magie ist also keine Ahnung, aber ich habe noch in keinem Spiel Magie gespielt, auch nicht in Elden Ring oder so, aber das ist schon geil. Schon sehr geil gemacht. Aber hast du das zwischendurch lag so auch gemerkt? Ja. Dass diese Frames immer komplett sinken. Hier gibt's ja wieder Stapel, kein Gewicht. Da kann man Shorts auch mit. Ach, das ist nicht mein Short. Wild. Ich das nicht mit Timestamp schicken? Du kannst aber Short gar nicht spulen. Und auch nicht die Lautstärke ändern. Das finde ich jetzt so beschissen, dass du nicht die Lautstärke ändern kannst. Das ist die Warte. Oh. Da ist schon mal ein Wolf. Ah, okay, ich sehe es da. Das ist so ein, das ist halt größer der Gleiter so ein bisschen. Ja, ja. Aber so wie es hier ist, habe ich schon mal ein Spiel gespielt. Das ist wie in Smallland hier. Mit dem Gleiter, glaube ich. Oder? Oh. Level 3 Wolf, oh mein Gott.
Ne, also das, der Kreis ist schon. Heuiui. Aber hey, jeder muss ja irgendwo, ne, ja, irgendwoher Inspiration einholen. Ja, auf jeden Fall. Also die guten Sachen können sie ja klauen. Das ist jetzt nicht irgendwie geschützt, dass du da einen Kreis hast, ja, oder ja, so. Deswegen, ja. Und die Kreise gibt's auch als, als Wiegauder bei manchen Spielen. Und ja, Dave, genau. Das kriegen wir schon immer wegen dem Ding. Wenn du das Geld besorgen kannst, dann geht das schon. Das geht schon. Ist hier Gegner oder was? Nee, ist nicht Gegner. Ja, doch. Wow, ich kann sie gar nicht ansehen als Gegner. Ja, wie gesagt, Dave, ne, wenn du zu viel über hast, ne? Sag einfach Bescheid. Da gibt's eine Kontonummer, kein Problem. Zu viel Geld verschwinden lassen, das können wir. Kriegen wir hin. Keine Sorge. Alter, die kommen hinterher. Der konnte nicht blocken mit seinem Schild den Angriff. So, jetzt aber. Wieder schauen. War nicht hier. Jo. Bis später. Peter. Ja, bis später. Aber ich bin doch zu schwach für diese Gegend hier. Ich muss ja auch gar nicht hin. Ich gehe mal irgendwo hin, Alter. Rechts ist einer. Kann ja auch so anvisieren, glaube ich. Oh. Und dafür brauche ich keine Ausdauer mit dem Schießen. Wofür tue ich denn mal so viel Ausdauer brauchen? Zum. Ja, wenn ich schieße, brauche ich ja keine Ausdauer. Der Stab hat hier die Haltbarkeit. Oh, die haben direkt Bandagen. Und wenn es dann nachher noch so Möglichkeiten gibt, die zu verlangsamen oder so. Das ist auch geil. Voll lustig. Ah, hier, was ist das nochmal, dieses Fläschchen? Das blaue hatte ich schon mal. Schadensmultiplikator, 30%. Aber dafür kann ich nicht mehr so lange im Miasma bleiben, weil hier ist kein Miasma. Yo! Schießt halt mit dem Bogen. Kann ich den looten hier eigentlich nicht aufmachen? Wasser, okay, passt. Ich muss eh gleich nachbuffen, Wasser. Schau mal, das läuft gerade aus. 8, nachgebufft. Nicht Essen. Oh mein Gott, ich habe 2 gedrückt. 2 ist mein Zauberstab und hat das Essen gelootet und frisst kaputtes Essen, du blöde. Weil du mit Alt 2 Leisten hast unten. Wo sind wir denn hier? Du, das, was du bekommst, doch in die Tasche. Was ist denn das überhaupt? Provisorische Sense. Jetzt Schaden 14. Psychose, Mann, Psychose, sag ich euch. Lebensmittelvergiftung. Wow, da ist einer. Wow, wow. Ich wollte die Sense testen. Weg. Oh, Mann. Oh Mann, so ein Zweihänder, so ein scheiß Shark oder was? Ich wollte nur mal gucken, die Sense, aber die Sense ist halt Müll. Mein anderes Ding ist halt stärker. Den geht nicht höher. Hier war doch noch ein oder nicht? Das, was die halt können, kannst du dann auch irgendwann, du Levels. Ist denn nirgends rein oder was? Stoff habe ich dabei, gell? Warte. Ein paar Bandagen machen.
was zum Fick? Nicht gesehen, dass da einer ist. Mit der Armbrust. Ist er nochmal oder nicht? Oder soll ich schießen? Okay. Boah. Jedes Ding tut mich fast töten mit One-Shot, ey. Ich habe auch keine Rüstung an, aber müssen wir gucken. Aber cool irgendwie. Sehr geil gemacht, sehr geil. Und stell euch mal vor, ich level diese... Was ist das? Diese Skills hier noch. Komplett. Hier alle. Dann Rüstung mit Buff und was weiß ich alles. Explosive Schwarzpulverkugel. Jo. So weit hinten getan. Scheiße, Mann. 7. Bin in einem Lager, wo ich gar nicht hingehen soll. Oder muss noch nicht zumindest. Sind die komischen Sensen da haben, ey. Provisorische Sense. Gibt doch bestimmt noch ein paar Sachen im Lager zu looten, oder? Nur Holz dann. Noch Lager zerstören hier. Alles kaputt machen. Spektralschild bei Schmied. Yo, was, wieso habe ich das? Hä? Ich habe irgendwie... Kriege ich immer irgendwelche Sachen freigeschaltet, wenn ich was mache. Anscheinend, wenn du das Material bekommst, das dafür vorgesehen ist, bekommst du dann auch automatisch die Rezepte. Geschichten allgemein, neue Theorie, der ist eigentlich ein Mist. Ich tue jetzt das nicht lesen. Ich kann mich hier nicht ins Lagerfeuer setzen. Anscheinend kannst du die Geschichte hier durch das Lesen der Dinge erfahren. Ich habe vieles am Anfang gelesen, aber... Nope. Hier war das Spitzding, ne? Metall? Vielleicht kommen noch ein paar, wenn ich hier hacke. Nee, geht nicht. Hier war ich doch vorhin drin und dann hatte ich die Tür aufgemacht. Dann kam doch der, der mich hier was getötet hat. Mal testen wir. Das stand nicht effektiv. Bank. Die kann man doch entschärfen, oder? Lieber entschärfen, wenn ich hier rumhampel. Weiß man nie. Da oben ist einer. Komm, wir versuchen den im Melee. Mit unserer Boss-Axt von vorhin. What? Boah, ich hab nicht... Woher soll ich wissen, dass da... Oh mein, was war das jetzt? Hä? Ein Scheiß. Was soll ich jetzt wissen, dass da auf einmal irgendein explosives Teil ist? Hä? Danke, Scheiße, Mann.
Speicherpunkt, 300 Meter, hä? Weit weg. Ah, hier kann ich einen Haken mal probieren. Und wie mache ich es mit dem Haken? E. Das geht aber nur bei vorhergesehenen Dingen. Da muss aber noch was im Haken hier gehen. Hier. Hallo? Hallo? Abgestürzt? Ich bin gesprungen, hab E gedrückt. Crash? Ja, F. Also ich bin noch da. Das ist nur das Spiel anscheinend. Oder? Spielsporttisch Stufe 1. 1 von 2. Bin ich jetzt noch mein Char? Okay, ja, geht. Hatte eine Idee, hab's hingekriegt. Was ich machen wollte, ich wollte springen und springen zu dem Haken. Okay, passt. Jut. Hab ich alles? Ja, gell? Ich hab irgendwie. Ja, ich würde mal sagen, wir gehen mal der Quest nach. Okay, alles gut. Läuft. Läuft, keine Panik. Das kriegt YouTube gar nicht mit. Ah, hier, Wolfsfleisch. Nur eins. Habe ich da noch was? Ja. Also ich habe nichts verloren. Es ist genau wie vorher. Es ist 1 zu 1. Nichts verloren. Ich habe das Backup, den jetzt hat hier mit E. Nicht genug Ausdauer. Jetzt hat? Okay. Also echt nochmal Glück gehabt, hey, ohne Scheiß. So. Hey TG, moin. Spiel okay. Ist ganz anders als Palworld. Performance ist schrecklich, weil Vulkan Engine ist nicht geil. Ruckelt. Bleibt stehen. Also ist es, Performance ist halt Katastrophe so ein bisschen im Vergleich zu. So sich reinzufinden. So Quality of Life, um sich reinzufinden, ist es auch total schwer, weil. Es, Tasten sind anders als sonst und es ist sehr, sehr komisch. Aber ich bin jetzt schon seit, keine Ahnung, so 5 Stunden oder so dabei. Ich habe mich ein bisschen dran gewöhnt. Gerade hatte ich den ersten Crash, da kam nicht mehr drauf, musste den Server zurücksetzen. So Performance unter alle Sau halt, Vulkan Engine. Was soll ich sagen? Das hat Vulkan Engine, mehr kann ich da gar nicht sagen. Sonst, kann man das halt nicht vergleichen mit dem Palworld, das ist ein anderes Spiel. Passt aber soweit. Ich finde es interessant. Interessant, was gemacht, weil du kannst wirklich toll skillen und darauf freue ich mich schon total. Ich habe jetzt erstmal geskillt, dass ich halt doppelt springen kann, dass ich halt weniger Ausdauer verbrauche beim Sprinten habe und dann skill ich noch eher, dass mein Gleiter weniger Ausdauer braucht oder so, dass ich dann noch einmal pushen kann. Aufwind, weiß nicht. Und spiel momentan mit Mage Zauberstab. Was am geilsten ist. Habe auch aus Versehen schon einen Boss besiegt. Weil ich am Anfang einfach auf die Quest geschissen habe und einfach drauf los bin. Ich habe jetzt schon Gleiter und Enterhaken. Also. Man kann es ja nicht vergleichen. Also, das ist halt so, wie wenn du WoW oder Final Fantasy vergleichst oder so. Ist halt schwer. Gleiche Genre, anderes Spiel. Aber ist okay. Nur Performance ist halt Vulkan Engine. Das ist halt immer schon so. Vulkan Engine ist halt so, es ist nicht direkt. Es schliert halt nach.
Du bewegst die Maus und es kommt später und du bewegst es zurück, dann kommt es dann auch und ich hatte vorhin kurzzeitig Game Sickness. Wieder mal buffen hier. Vom Spaßfaktor bis zum Polvet lockst du ein, hast Spaß 100%. Hier lockst du ein und musst erstmal irgendwie zurechtkommen. Da ist halt alles intuitiv. Hier kommt es halt erst mit der Zeit, schätze ich mal. Hier sind halt die Kämpfe. Es ist ein bisschen wie... Die Kämpfe sind teilweise auch wie Elden Ring. Du kannst blocken. Die können blocken. Und zur richtigen Zeit blockt, sind sie halt so wie bei Sekiro so ein bisschen dizzy. Du kannst sie aus der Haltung schlagen, dann sind sie auch dizzy. Das ist wie bei Elden Ring halt auch. Und ja. Sonst so mit dem Crafting ist es auch ganz anders als sonst. Das musst du auch mal zurechtkommen, aber das geht schon irgendwie. Was fehlt mir? Bären, oder? 7? Jetzt hat. Es gibt kein Essen, Trinken so, es gibt nur Buffs, so vom Survival-Aspekt her. Das passt ja, dass das Inventar ist ein bisschen komisch. Das ist das große hier. Du hast unten die zwei Leisten, kannst du durchschalten auch hier. Die zählen zum Inventar nicht dazu, das ist schon mal gut. Ich habe einfach so ein Steinhaus gebaut und fertig. Jetzt ist das, sinken die Frames von irgendwie von 100 auf 80, manchmal auch auf 40. Ich muss das wieder, ich habe gespielt auf Qualität hoch, muss aber wieder auf Maximum stellen, sonst sind die Schatten und flimmern und flackern die ganze Zeit im Haus. Aber ich finde es trotzdem geil, weil es was anderes ist. Lustiges, Keksi kam vorhin dazu, hatte zack instant mein Progress. Ich habe da 4 Stunden gespielt. Er kam dazu und es war halt dann mein Progress, den ich habe. Also das, wenn jemand joint, gleicht es halt an. Anscheinend. Damit man halt zusammenspielen kann. So wie ein Koop-Game halt. Die Geschichte ist so, es ist Nebel auf der Welt, diesen Nebel kannst du nicht leben. Und wenn dieser Nebel lebt, anscheinend kommen so eine Art Zombies oder irgendwelche Kreaturen. Und ich kann in diesen Nebel immer nur hier, wenn ich jetzt rein kann, nur 5 Minuten drin bleiben. Wenn ich da nicht rausgehe, sterbe ich anscheinend. Ich weiß nicht, was passiert. Und du kannst das erhöhen. Du kannst, während du in deinem Haus, kannst du so Komfortsachen bauen, wie Stühle, Tische und dann... Und Lagerfeuer und sowas, dann tust du deine Komfortzone erhöhen, dann ist das, glaube ich, auch irgendwann erhöht. Kannst auch upgraden. Das ist Miasma. Und du kannst dann in den Boden bauen, ne? Komplett. Ich habe immer beim Steinehacken, habe ich immer zu oft gehauen. Weil du musst halt einzeln drücken und dann habe ich immer den Boden beschädigt. Also... Ich werde halt beide schon spielen. Aber das ist halt ganz anders. Aber vom Fun-Faktor und von dem ganzen Stuff ist halt Palworld schon weit vorne. Also noch. Da gehst du rein, hast du auch die. Ist halt. Palworld ist halt wie Ark halt, ne? Anstatt Dinos hast du die Tiere. Es ist wie Siedler. Die bauen für dich und alles. Du hast immer was zu tun. Ich weiß nicht, wie weit das geht, wenn du die Quests hier hast. Es gibt anscheinend Quests hier. Oder vielleicht Bosse, Feuersteinmine. Die es da drüben auch gibt. Also, wenn ich mich aktuell für eins der beiden entscheiden müsste, wäre es immer Palworld, trotzdem noch. Das ist gefühlt schon fast 10 von 10, jetzt schon. Die Erze ist reich mit deinen Bauch-Erzadern, mit einer Spitzhacke ab um Erz an. Und das, da bin ich mir noch nicht sicher. Da muss ich noch gucken. Performance-technisch würde ich dem erstmal eine 4 geben oder so. Mobilität und Char und sowas ist schon cool. Das ist schon so eine 6, 7. Aber Performance müssen sie was machen. Aber ist das Vulkan Engine? Ich habe noch nie ein Spiel gespielt,
was gut lief in der Vulcan Engine. Normanski war komisch. Atlas Fallen war komisch. Crew Motorfest war auch komisch mit Vulcan Engine. Also, Vulcan Engine ist für mich nicht geil. Aber passt. Ich will es gar nicht so negativ reden. Das ist halt schon toll. Ich spiele so fest auf weiterspielen. Ich werde da. Ich will auf jeden Fall das hier. Das ist ja das Wichtige, dass du hier schön skillst. Du kannst als Gauner, Zauberheiler, Magier, Kampfheiler, Baba, was weiß ich, gehen. Und dadurch wird es interessant mit den Kämpfen.